Frau Hadis Iran Manesh, was ist passiert? Im Jahre 2020 wurde ich ungewollt schwanger. Dann, ehrlich gesagt, ich hatte schon zwei Kinder und wollte kein weiteres, also entschied ich mich, es abzutreiben. Ich bereitete alles vor, fand auch einen Arzt dafür, alles. Das heißt Bahar? Ja, Bahar wollten wir nicht zur Welt bringen. Worüber machten Sie sich Sorgen? Über die Zukunft meiner Kinder und auch über meine. Ich hatte ja zwei Kinder und keine Arbeit, so nebenbei. Mein Sohn kam mit Herzproblemen zur Welt und musste im Alter von 1,5 Jahren einer offenen Herzoperation unterzogen werden. Das hatte mich psychisch sehr angeschlagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, möglicherweise dasselbe noch einmal durchzumachen. Mein Sohn hatte eine angeborene Krankheit. Ich sprach auch mit anderen darüber. Jeder sagte etwas dazu. Mein Schwiegervater öffnete den Koran und meinte, treibe das Kind nicht ab. Er las mir den Vers vor, der gekommen war. Sinngemäß, nicht, dass ihr aus Angst um euren Lebensunterhalt eure Kinder tötet. Eine Freundin von mir rief an, das war sehr interessant für mich. Sie sagte, ich habe für dich den Koran geöffnet und es kam, tötet nicht eure Kinder, eure Gaben vermehren sich. Alles überzeugte mich nicht, dann öffnete ich selbst den Koran. Es war zwar nicht derselbe Vers, aber inhaltlich diesem ähnlich. Es wäre also schlecht für mich. Ich wandte mich allem Möglichen zu, um meine Meinung bestätigt zu sehen. Der Arzt sagte, das Kind hat Arme, Beine, alles ist in Ordnung. Es ist zwar sehr klein, aber schauen Sie, wie alles auf seltsame Weise klar und deutlich zu sehen ist. Als der Arzt das sagte, waren wir erschüttert und dachten um. Nach der Ultraschalluntersuchung ging ich zum Heiligtum von Imam Rıza. Da stand ich nun vor der Kuppel und sagte, O Imam Rıza, um Gottes Willen werde ich dieses Kind behalten. Und machte mir über den Rest keine Gedanken mehr. Also unter welchen Umständen das Kind aufwachsen wird, wie ich es versorge, über meine körperliche Verfassung, denn ich hatte schon so einige Krankheitsvorgeschichten. Ich behielt also das Kind und brachte es zur Welt. Es hatte Gelbsucht und musste einige Zeit in einem Inkubator liegen mit Lichttherapie. Das konnten wir aber auch zu Hause durchführen. Ich selbst litt etwas unter Halsschmerzen, sonst nichts. Ich hatte Essen zubereitet, machte den Herd aus und sagte zu meiner Tochter, sie war 12 Jahre alt, pass auf Bahar auf, ich gehe kurz raus zu einer Untersuchung. Wenn sie Hunger bekommt, bin ich schon längst wieder da. Als wir in der Nähe des Razavi-Krankenhauses kamen, da änderte sich plötzlich die Farbe des ganzen Krankenhauses. Es hatte eine grüne Farbe bekommen. Es war ein sehr dunkles Grün. Ich sagte zu meinem Mann, er solle mir ein Stück Papier geben. Wir sind gleich da, wofür brauchst du Papier? Ich wiederholte, gib mir bitte ein Stück Papier. Ich schrieb mein Testament und gab es meinem Mann. Er fragte, was ist das? Ich sagte, Kaveh, ich weiß, ich werde nicht mehr zurückkommen. Als wir im Krankenhaus angekommen waren, sagten sie zu mir, ich müsste sofort einen Corona-Test machen. Dann kamen sie auf uns zu und sagten direkt zu meinem Mann, ihre Frau hat höchstens noch eine Stunde zu leben. So offen und direkt? So offen. Das heißt, bis jetzt sage ich mir, der Grund, warum ich in Koma fiel, war bestimmt der Schock, als ich das hörte und die Angst, die sich in mir breit machte. Ich fiel also ins Koma. Und es war, als würde ich aufstehen und irgendwo anders hinspringen. Ich hatte meine geschlossenen Augen geöffnet und fand mich in einem Wald wieder. Es war ein sehr schöner Wald mit gewaltigen Bäumen. Das Grün wirkte jedoch sehr dunkel. Es war etwas, was mich störte, doch irgendwie gefiel mir dann der Wald auch nicht mehr. Er wirkte diffus. Was meinen Sie mit diffus?
Man hörte Menschen sprechen, Krankenwagen-Sirenen, Polizeisirenen und dazu ein Ton, der über allem dominierte. Es war der Gebetsruf. Dann sah ich alles. Das heißt, ich sah meine Familie, aber nicht nur sie. Alle beteten für mich. Wenn ich sage alle, dann meine ich auch Leute, die mich überhaupt nicht kannten. Selbst das Krankenhauspersonal. Ich wusste dort aber nicht, dass es das Krankenhauspersonal war. Dann sah ich eine Frau, die einen Koran in der Hand hielt. Sie hieß Frau Ishari. Dort wusste ich jedoch nicht, wer sie war. Sie stand neben mir, las den Koran und sagte dann, »Lass sie zurückkehren wegen ihrer Kinder.« Wegen ihrer Kinder. Hab ich sie richtig verstanden? Bei ihrem Erlebnis war eine Person neben ihnen, die sie nicht kannten? Nein, überhaupt nicht. Nicht einmal gesehen hatte ich sie. Aber als sie zurück waren, da stellte ich fest, es ist jemand vom Krankenhauspersonal. Und sie war es auch, die mir später sagte, wir machten alle Bittgebete für dich. Ich glaube ihnen. Dies passiert häufig. Der Nahtoderfahrene sieht, selbst an den entferntesten Punkten der Welt, dass jemand für ihn betet, selbst in einer Entfernung zwischen Asien und Europa. Beispielsweise sagte ein Nahtoderfahrener, ich sah, wie jemand in Europa für mich betete. Es war, als würde meine Seele auffliegen, und ich wusste nicht einmal, bin ich in der Luft oder auf dem Boden. Ich sah nur, ich sitze hier und bin plötzlich zu Hause. Ich wurde immer sehr emotional, wenn es um mein kleinstes Kind ging. Bahar. Ich spürte sofort, wenn sie etwas brauchte. Wenn sie weinte, schaute sie mich an und es war, als würde sie sagen, Mama, die anderen verstehen nicht, was ich sage. Nur du verstehst mich. Bahar war damals 6 Tage alt. Die 6 Tage alte Bahar sprach mit ihrer Mutter, die außerhalb ihres Körpers war. Dort war es so, dass ich keine Töne hörte, auch nicht von Bahar. Ich schaute sie nur an und verstand, was sie sagte. Sie sagte zum Beispiel, Mama, warum kommst du nicht zurück? Sie wissen nicht, was mit mir ist, wissen nicht, dass ich deine Umarmung brauche und ich weiß, dass du nicht zurückkommen wirst. Ich hatte das Gefühl zu explodieren, zerstückelt zu werden. Mein kleines Kind, aus meiner Sicht ein Engel, sagte zu mir, du bist dabei zu gehen. Meine Liebe. Ich sagte zu ihr, meine Liebe, ich bin in der Nähe, ich komme. In der materiellen Welt schoss mir in diesem Moment die Milch ein. Und die Krankenschwester sagte mir, du weintest ständig. Sie meinen, ihre Augen waren geschlossen und aus den Augenwinkeln flossen die Tränen. Die Krankenschwester sagte zu mir, aus deinen Augen kamen ständig Tränen. Es war stets dann, wenn ich meine Tochter sah. Immer wieder begab ich mich nach Hause und kam wieder zurück. Wenn ich mein Kind sah, bedauerte ich von tiefstem Herzen, dass ich nicht bei ihr sein konnte. Ich war wie ein Wesen, das man die Füße gefesselt hatte. Mein Mund war ebenfalls zu. Ich wollte schreien, aber ich wusste, niemand würde mich hören. Wenn ich bei meinem Kind war und es berühren wollte, so konnte ich es nicht. Sie brauchte unbedingt mein Streicheln, mein physisches Streicheln. Immer wieder sagte sie zu mir, Mama, komm zurück. Mama, wo bist du? Mama, warum bist du gegangen? Es war nicht abgemacht, dass du gehst. Mein Sohn wurde immer ungeduldiger. Meine große Tochter weinte nur. Als ich das sah, lief wieder Milch aus meiner Brust. Die Krankenschwester sagten, es war so viel Milch, dass wir weinen mussten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Zeit zum Stillen kam, und mein Kind zu Hause weinte, so konnte ich, also meine Seele, sie besuchen. Ja, genau so war es. Wenn ich so darüber nachdenke, war es wirklich ein Wunder. Gott liebt meine Tochter. Jedes Mal, wenn meine Mutter mich auf der Intensivstation besuchte und weinte,
flossen Tränen aus den Augenwinkeln meines physischen Körpers. Genau hier, auf dieser Seite, befand sich ein Herr. Ich wusste, es ist der Todesengel. Er trug ein schwarzes Gewand, war aber etwas kleiner als ich. Er stand also neben mir und schaute ständig auf seinen linken Arm. Nicht, dass da eine Uhr gewesen wäre, aber ich fasste es so auf, als wolle er wissen, wie spät es ist. Dabei sagte er, die Zeit ist noch nicht gekommen. Da waren auch noch zwei andere Herren. Sie sahen völlig identisch aus. Es gab überhaupt keinen Unterschied zwischen ihnen. Der rechte trug ein langes weißes Hemd und eine schwarze Hose, der links ein schwarzes Hemd und eine weiße Hose. Sie hatten ein großes Buch in der Hand, so groß, und blätterten darin. Unwahrscheinlich schnell taten sie es. Währenddessen spielte sich mein Leben, beginnend mit meiner Geburt, vor mir ab. Alles, alles. Ständig sagte er, sie begingen keine Sünde. Sie sprachen miteinander, aber ohne die Lippen zu bewegen. Ich sah sie an und verstand, worüber sie sprachen. Und wieder sagte der eine, sie begingen keine Sünde. Dann plötzlich blieb er bei einer Seite stehen, tippte so darauf und sagte, hier, das ist eine. Das ist ihre Schuld. Ihre Schuld. Es war das Buch meiner Taten. Der andere sagte, aber sie tat es, um Gottes Zufriedenheit zu erlangen. Ich hatte für einen Bekannten einen Check ausgestellt. Dieser hatte aber mit meinem Check etwas getan. Kurz gefasst, ich musste die Verantwortung dafür übernehmen. Ich sah ihn und seine Frau. Sie wollte mir das Geld zurückzahlen, ihr Mann jedoch nicht. Mein Bekannter meinte doch tatsächlich, Hadis liegt im Sterben. Warten wir erst ab, was mit ihr geschieht, dann entscheiden wir. Nicht, dass sie überhaupt nicht zahlen wollte, vielleicht hatte er das Geld auch nicht. Aber es war eine Schuld, die bezahlt werden musste, egal in welchem Zustand ich mich befand, er musste zahlen. Haben Sie später mit Ihnen über das gesprochen, was Sie gesehen haben? Ja, das machte ich, ich sprach mit der Frau. Sie bestätigte es? Ja, sie bestätigte es und meinte, wir hatten das Geld nicht. Das Buch wurde geschlossen und ich sah plötzlich einen Soldaten an mir vorbeigehen. Ein Soldat mit einer altmodischen Uniform, wie man aus alten Filmen kennt. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen. Er war gestorben, ja, er starb ein Jahr vor meiner Schwangerschaft. Ich hatte einen Streit mit der Tochter dieses Mannes. Sie beleidigte meinen Vater. Ich verteidigte ihn und sprach dabei nicht gut über ihren Vater. Als er an mir vorbeiging, wusste ich sofort, wer er ist. Obwohl ich ihn vorher nie persönlich kennengelernt, ihn nie gesehen hatte. Sind Sie sich ganz sicher? Ganz sicher. Er wandte sich mir zu und sagte, warum hast du hinter meinen Rücken über mich gesprochen? Was weißt du überhaupt von mir? Ich vergebe dir nicht. Flehend schaute ich ihn an und sagte, ich habe einen Fehler gemacht, habe falsch gehandelt. Er aber schüttelte so den Kopf. Das heißt, ich vergebe dir nicht. Ich vergebe dir nicht. Seit 2 Jahren verteile ich jede Woche für ihn Essen in der Hoffnung, dass dieser Mann mir vergibt. Und ich hoffe sehr, dass seine Tochter auch meinen Vater um Vergebung bittet. Er ist kürzlich gestorben. Vielleicht stellt mein Vater sie in der anderen Welt an den Pranger. Wer weiß. Gott hat mir eine Chance gegeben, die ich jetzt nutze und für ihren Vater Bittgebete mache. Was ich dort verstanden habe, ist, dass das Recht der anderen in jener Welt an erster Stelle steht. Als ich mich im Koma befand, war da eine Krankenschwester, die mich immer umbetten musste, damit ich keine Druckgeschwüre bekam. Sie wünschte mir ständig den Tod. Sie sagte, warum stirbst du nicht endlich? Ich war etwas dick und schwer, das quälte sie so sehr, dass sie ständig wünschte, ich wäre tot. Ja, neben den Menschen, die für mich beteten, gab es auch solche. Ich stand hinter dem Vorhang. Als ich hörte, wie meine Kollegin, die eine Positionsänderung durchführen wollte, sagte, »Ach, stirb endlich! Du machst uns nur müde. Du bist zu dick, eine echte Plage.« Ich ging zu ihr und schimpfte, »Wenn jemand von deiner eigenen Familie hier liegen würde, würdest du dann auch so reden? Oder stell dir einmal vor, du liegst selber hier in diesem Bett und die Kollegen behandeln dich so.« Später erzählte ich es dem Personal, nannte aber keinen Namen. Ihr selbst vermittelte ich weiß, was du getan hast. Sie ihnen den Tod wünschte.
Tu das niemals. Wünscht niemandem den Tod. Tausende NATO-Erfahrene weltweit berichten es. Das, was ihr über den in Koma Liegenden sagt oder denkt, all das nimmt er deutlicher wahr als ihr. Der Todesengel schaute das letzte Mal auf seinen Arm und befahl meinen Austritt aus diesem Wald. Vor mir öffnete sich ein zylinderartiger Tunnel. In großer Höhe. Eine Person passte hinein, ein wenig breit war er schon, und er ging sehr weit nach oben. Ich dachte nur an Bahar, Bahar, Bahar. Was ist mit Bahar? Was ist mit Bahar? Der Tunnel war sehr, sehr lang, aber in weniger als dem Bruchteil einer Sekunde erreichte ich das Ende. Also ganz oben. Meine Begleiter wollten mit mir weitergehen, aber da stand plötzlich ein Herr vor ihnen. Ich wusste nicht, wer es ist. Dass es einer der Imame ist. Aber nicht welcher. Wissen Sie es immer noch nicht? Nein, ich weiß es bis jetzt nicht. Er sagte zu diesen beiden, geht noch nicht, man wartet auf Sie. Als er das sagte, war es, als würde mir mein Brustkorb aufgerissen werden. Mein Wunsch hatte sich erfüllt. Dann sagte er, bringt diese Frau zurück. Sie hat ein Leben gerettet, schenkt ihr dafür ihr Leben. Die beiden sagten zu mir, du hast Bahar das Leben gegeben und darfst zurück. Solange sie lebt, wirst du auch leben. Ich kehrte zurück in diese Welt und öffnete meine Augen. Das Personal rief, La ilaha illallah. Sie schrien es fast. Auf der Intensivstation ist so etwas eigentlich nicht erlaubt. Dann riefen sie, Hadith ist zurück, Hadith ist zurück. Ich durfte wieder Mutter sein, trotz aller Schwierigkeiten. Gott hat uns wirklich sehr geholfen, wirklich. Unser Leben hat sich seitdem auf allen Ebenen verändert, zum Positiven.